Hallo und willkommen zurück zu Erika. Wir haben das letzte Mal an dem Fenster aufgehört und jetzt lasst uns doch mal rausschauen, was da ist. Der Fuchs. Hallo Fuchsi, was ist du da? Oh je. Lass uns mal reinschauen. Ist da jemand? Da ist alles kaputt. Ich glaube, er sieht nicht mehr ganz lebendig aus. Oh. Die gleiche Art wie beim Vater. Kiste? Schreibtisch? In der Schublade. Ah, es ist seine Tochter. Wahrscheinlich seine Tochter, die auch in der Anstalt ist. Ja, was machen die? Das Siegel war schon mal in der Hand, glaube ich, gelegen, die sie vor der Tür hatte. Hallo, Erika. Oh je. Hast du mich vermisst? Unglaube? Sie sind tot. Noch nicht. Nicht wie der Chief Inspector und die anderen. Steinbeck, Joe Haar. Sie stecken alle unter einer Decke. Ich werde dir nichts tun. Verachtung, Verzweiflung, Angst. Ich glaube, ich hätte Angst. Halten Sie sich von mir fern! Ich werde dir nicht wehtun. Ich will dich beschützen. Kranke Mörderin, Mörderin. Sie ist ja eine Mörderin. Sie haben meinen Vater getötet. Er machte mich zum Monster. Er nahm deine Mutter und sperrte sie weg. Unter dem Delphi-Haus ist eine andere Welt. Geheime Wege und Türen führen dorthin. Ich gab dir das Medaillon, den Schlüssel zu allem. Aber du hast es weggegeben. Aber es gibt noch eins. Genau vor deiner Nase. Geheimgänge? Ist ja sehr interessant. Die Schlösser sind in den Wänden. Finde eins und sieh es mit eigenen Augen. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Komm Zwischen allein. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Ja, wir haben auch verstanden. Ich hätte bleiben sollen. Hier war niemand. Eine der Frauen hat versucht, in die Apotheke einzubrechen. Abweisen, befragen, sorgen. Wir befragen ihn mal. Welche Frau? Toby Newman. Sie hat eine Vorgeschichte. Das war also absehbar. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Ist es sie das gewesen? Ha 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 ha!
alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Wing. Mir geht's gut. Versuch etwas zu schlafen. Hier bist du sicher, versprochen. Das ist nicht wahr. Ich werde verrückt, fühle mich nicht sicher. Ich fühle mich aber nicht sicher. Schon gut. Versuch, etwas zu schlafen. Hat sie irgendwas gesagt? Irgendwas, das uns helfen könnte, sie zu finden? Ich würde jetzt mal fast lügen, weil ich möchte gerne herausfinden, was das mit sich auf sich hat. Ich bin unten für alle Fälle. Da mal entdeckt. Ah, so hat der anscheinend früher ausgeschaut. Von ihrem Vater? Wahrscheinlich, ja. Also auf jeden Fall viel griechische Mythologie. Pilze. Und ihre Mutter. Ach, ta-ta-ta-ta-ta. Wir haben da einen Schlüssel. Mal auf. Sesam, öffne dich. Kannst du durchkriechen? Achso, müssen wir wegschieben, okay. Ja, muss ich das genau mit dem irgendwie immer in die andere Richtung, irgendwie sehr, sehr strange. Wie gemütlich. Bist da ist eine Tür? Kannst du da mal gucken? Ist das ein Labor? Das scheint eine Leiche zu sein. Ist da hinten so ein Krematorium? Da rein. Das klingt wie so ein Geigerzähler. Das Knacken. Das ist von diesem komischen Gerät oder von dieser komischen Therapie da hinten, ne? Wer ist denn da drin? Oh, haben sie ihr den Kopf aufgeschnitten? Alter, Zacken. Schnick. Wer ist denn er? Was hat er für fesche Kopfhörer auf?
Man wundert sich jetzt nicht, dass der Sack offen ist. Na, okay. Was ist denn da zu sehen hinter der Tür? Ich will schon gar nicht mehr irgendwo reingucken, weil das bestimmt alles irgendwie nur gruselig ist. Oh, unsere andere kriegt irgendwie eine Spritze und hat irgendwie eine, was an den Schläuchen, Schläuche in der Nase. Wahrscheinlich kommt daher das Nasenbluten. Und die Ärztin mit ihrer komischen Therapie. Also, ich glaube, die wollen nichts Gutes für die Mädchen. Kannst du dich irgendwo verstecken? Oh, da ist die Tür. Aus den Träumen. Das ist, glaube ich, der Brunnen aus den Träumen, wo die da drum getanzt sind. Und die Blüten da reingestreut haben. Können wir da irgendwas machen? Geht irgendwie nicht weiter, wo das irgendwie verriegelt. Überall dieses ominöse Zeichen. Sie können vielleicht noch direkt dahinter sein. Türe. Öffnen. Dann öffnen wir mal. Aber wahrscheinlich ist es nicht so eine gute Idee zu öffnen. Okay, tschüssi. Weiß nicht, dass sie da lang kommt. Anscheinend nicht. Kannst du da hin? Riegel. Mitten durch Gebüsch, durchs Gebüsch. Was haben wir denn jetzt in irgendeinem Gewächshaus? Achtung, da ist eine Kamera. Lady. Die hat dich jetzt schon erfasst. Bitte schön lächeln. Wo sind wir denn jetzt hier? Mal durch. Ah, das ist die alte Scheune, oder? Wo die liebe und nette Dame auf uns wartet. Ich bezweifle, dass sie lieb und nett ist, aber ich würde es gern rausfinden, was es mit ihr auf sich hat. Und da haben wir wieder unser Zeichen. Und du, meine Güte. Ist es ein Tempel, ein Altar? Hier sind wieder diese Sachen aufgeknüpft, die auch schon in der Wohnung bei ihr waren. Was auch immer das ist. Das ist doch das Foto, was sie sich ausgesucht hat, ganz am Anfang. Was ist da drin? Dieses Aroma-Parfümfläschchen.
sag ja, sie ist nicht nett. Zusammen retten wir sie. Zeig mir wie. Du bist es, Erica. Immer. Das hat ihr Vater, glaube ich, auch ganz am Anfang zu ihr gesagt. Was auch immer das bedeutet. Was sind wir denn jetzt? Oh, ist das der alte Kanon? Das ist ihr altes von Haus. Der Vergangenheit, von einer großen Priesterin. Und hier scheint auch wieder dieser ominöse Duft drin zu sein. Wie bin ich hierher gekommen? Warum hier? Warum hast du mich hergebracht? Weil dies der Ort ist, an dem alles anfing. Dein Vater schuf es. Er testete es an deiner Mutter. Und auch an dir. Wenn du es einatmest, tust du, was ich sage. So hat er uns kontrolliert, Sklaven gemacht. Ja, da ist es wieder, ne? Was er da eingeatmet hat. Hier ist es wesentlich heller, ne? Aber das ist auch eine Frage des Lichts. Überall diese Blume. Der Duft. Die Blüten. Sie war, glaube ich, in dem Leichensack gelegen. Sie hat das Ganze nie überstanden. Und alle haben dieses Nasenbluten, aber es kommt vielleicht von diesen komischen Tests, die Dame da mit denen macht. Hier scheint wahrscheinlich auch schon dieses Parfüm drin gewesen zu sein. Was es dir wohl angetan hat. Mein Hinternamen. Weißt du, was hast du für die? Wie lange? Fragen wir mal. Wie viel Zeit bleibt dir noch? Das ist belanglos. Ich weiß, ich bin ein Monster. Ich verdiene den Tod. Ah!
warte genau dieses Mal. Deshalb wollte dein Vater sie haben. Und deshalb wollen sie auch dich. Eine Frau, die in den Flammen die Zukunft sehen kann. Ja, das ist ja... Das ist ja verrückt. Du bist verrückt. Und du blind. Er war einer von ihnen. Sie selbst. Im Kamin? Dein Vater überzeugte Lucien, dass mit Wissenschaft und Ritual die Zukunft gesehen und kontrolliert werden kann. Ja, das schöne Symbol. Deine Mutter war das fehlende Teil. Deine Mutter lebt. Aber nicht mehr lange. Wo ist sie da? Ohne sie sind sie blind. Sie erwarten nicht, dass wir kommen. Wir können es beenden. Was wir können immer. Sie befreien. Schneid das Kabel durch. Behalte es. Du brauchst es vielleicht noch. Ja, ist vielleicht nicht so schlecht, danke schön. Das ist vielleicht ganz gut. Da drin. Da sind wir hierher gekommen, ne? Das Medaillon. Haben es wohl versperrt. Folge mir. Jetzt sind wir da vorne? Ja. Oh, man hat die wachende Leute. Das ist ja ganz schön rabiat. Wir können ihn nicht leben lassen. Er schlägt sonst Alarm. Nee, das machen wir nicht, Ich kann nicht. Heieiei. Wo will sie denn mit ihr hin? Hier ist zu viel Licht. Geht in den Keller. So, machen wir das Licht mal aus. Hier geht es jetzt wieder schlecht. Bring mich zur Geheimtür. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Geheimtür nur in dem einen Raum. Schauen wir mal.
Meine Güte, ich habe dich überall gesucht. Was ist denn hier? Was ist passiert? Wo warst du? Soll man warnen? Ich weiß nicht. Sie sollten gehen. Ja. Sie ist hier. Nein, hier. Hier ist niemand. Nur wir beide. Ja. Oder auch nicht. Du hast ihn erschossen. Er steckt mit ihm unter einer Decke. Vertrau mir. Ich glaube, sie ist schon völlig paranoid, oder? Wir müssen weiter. Du kannst nicht vorsichtig genug sein. Du musst deine Mutter retten, bitte. Egal, was es dich auch kosten mag. Nimm sie und versprich's mir. Wenn du sie brauchst, benutze sie. Also ich hoffe nur zur Selbstverteidigung. Ich verspreche es. Danke. Ich würde es jetzt eigentlich nicht gerne benutzen. Also in meinem Zimmer. Und irgendwas machen? Ach ja, so. Sieht man überhaupt irgendwas? Ach so, Mensch. Ach so, der läuft durch den Garten. Oh, da hat er die Leiche gefunden. Da werden sie jetzt auch gleich finden, oder? Ich glaube, sie lag jetzt dann da unten im Flur. Wo es dahin geht, also wir wissen ja eigentlich, wo es hingeht, aber wir schauen mal, was uns erwartet. Da schauen wir das nächste Mal rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.